Hell yeah, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück bei der Hell 2. Wir gehen nach Level 11 runter. Am letzten Mal haben wir hier Level 10 erfolgreich gesäubert. Und ich bin gespannt, was uns jetzt hier erwartet. Ist dasselbe Biom. Wir fetzen hier relativ schnell durch aktuell. Was natürlich nicht schlecht ist. Mudrunner scheinen relativ harmlos zu sein. Gold Serpent, was zur Hölle ist das, seid ihr? Okay. Aber ziemlich eklige Viecher. Machen viel Schaden, halten aber nicht so viel aus. Ich habe mir übrigens ein paar Oils of Repairs mitgenommen. Das sind Beasts. Das heißt 1700 XP. Das ist nicht wenig. Book of Healing. Nice. 48 Magic. Ich denke, das können wir aber verwenden. Cappy hat 18 Durability. Ich denke, wir sollten vielleicht 10 Stärke. Ich denke, wir erhöhen die Durability von den Welten ein bisschen. So, mehr Mudrunner. Von denen haben wir schwächere Versionen schon mal angetroffen. Die sind nicht so wirklich pralle stark. Wie sieht es eigentlich mit Level Up aus? Ah, bald. Eigentlich. Ich habe doch hier irgendwas gesehen. Hier ist eine Potion of Healing. Oh, okay. Einfach so vorrennen ist doof. Schlechte Idee. Machen wir, stehen wir hier. Ah, kommt natürlich. Kommt direkt der Boss. Das gefällt mir nicht. Wir können uns nicht mehr zurückziehen. Scheiße. Okay, schnell weg. Wir müssen die ein bisschen separieren irgendwie. Weiß noch nicht genau, wie wir das anstellen. Oh, scheiße, da kommt schon wieder einer. Ah, das ist nicht gut. Zu viele Gegner. Zu viele Gegner. Zu viele Gegner. Scheiße. Na komm, mach ihn weg. Ah, Mist. Okay, ich denke, wir warten noch, bis wir da weitergehen. Wir brauchen irgendwie einen Rückzugsort, wo wir einigermaßen anständig kämpfen können. Cave Snakes. Okay, das sind nochmal neue. Das sind auch nicht sonderlich stark, wie mir scheint. Okay, Curved Dagger brauchen wir nicht. Oh. Hier sind wieder super viele Elite-Monster. Na komm. Gehen wir hin. Die Minions haben halt auch immer sehr viel HP. Okay, einer weniger. Können uns nicht wirklich zurückziehen. Das ist ein bisschen. Das Problemchen hier. Okay, das läuft einigermaßen. In die Richtung will ich eigentlich lieber nicht. Drei Hits, das war super. Dann machen wir den hier noch weg. Oh. Jetzt müssen wir halt gegen zwei gleichzeitig kämpfen, also Boss plus Compadre. Aber es läuft einigermaßen. Kriegen die einigermaßen gut da mich. Wir treffen sie auch gut. Das ist schon mal super. Sehr nice. Potion of Healings, Stahlkappe, dann Mana Potion. Sehr nice. Das Ding können wir identifizieren. Nein, können wir nicht. Wir haben, doch, wir haben ein Relikt. Fast Hit Recovery. Ne, werden wir verkaufen. Slimblade.
12 bis 25. Wenn es speziell wäre, dann wäre das wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht. Okay. Auf zur Hölle, was bist du für eine? Okay, wir müssen hier erstmal ein bisschen Land gewinnen. Und diesen verdammten Vortex Rogue wegmachen. Hat ein Oil of Repair gedroppt. Nice, das kann man immer brauchen. Okay, wir kriegen hier viele. Okay, das ist uns einer, ist ein spezieller, der greift uns nicht an. Mit dem können wir wahrscheinlich reden. Gucken wir mal, was er zu sagen hat. No hurt, no kill. Keep alive. And next time good bring to you. Okay, wenn wir ihn am Leben lassen, dann wird irgendwas Gutes passieren. Dann, das ist okay für mich. Okay, hinter uns ist einer. Hier, Gold Serpent. Also die Dinger können rein gar nicht, habe ich das Gefühl. Geben zwar super viel XP. Ich weiß nicht, warum die so viel XP geben. Warum haben wir keinen Mana? Ziehen die uns Mana ab? Kann das sein? Haben die einen Mana Drain? Das wäre natürlich eklig. Cauldron. Mehr Gold Serpents. Okay. Nice. Was sind noch mehr Gegner? Dann machen wir das auf Vitality hoch. So. Der hat uns jetzt. Oh, das ist ein Elite. Ich weiß nicht, ob ich hier reingehen möchte. Dann sind wir getrappt. Das ist ein bisschen ein Problem. Scheiße. Ah, es sind zu viele. Der ist fast down. Okay, einer weg, einer weg. Das ist jetzt die Frage. Kriegen wir den so hin? Okay, er ist fast down. Einer weniger. Sehr gut. Heilen wir uns kurz. Langsam geht uns die Heilung ein bisschen aus. Was will man tun? Ah. Na komm. Und einer weniger. Yes. Ah, da kommt wieder einer von hinten. Das ist doof. Wahrscheinlich wäre es gut, wenn ich da drin stehen bleiben würde. So, der ist angeschlagen. Dann gehen wir auf ihn. Okay, der ist down. Das heißt, es sind noch zwei davon. Und dann der Boss. Und einer von den Dämonen. Ach, der Dämon muss weg hier. Der macht einfach zu viel Schaden. Okay. Slim Blade. So, gib ihm. Oh. Okay, das war knapp. Wir haben fast nichts mehr. Ich werde ein bisschen kiten, bis wir uns wieder ein bisschen regeneriert haben. Der ist relativ langsam. Okay, dann machen wir erstmal dich weg. Oh. Das war jetzt nicht so gut. Hat sehr viel Mana gekostet. Das sind ein bisschen viele gerade von denen. Machen wir erstmal die hier weg. Da haben wir einen Ring. Schön. Ich gehe mal hier um die Ecke und dann holen wir erstmal den hier von hinten. 18 Mana. 20 Mana, das reicht für zwei Heilungen. Warten wir kurz, bis wir voll sind. Ach, da haben wir schon wieder einen gepult. Soll ich da kurz hingehen? Machen wir die kurz weg. Okay, der erste ist down. Nice. So, das müsste eigentlich für den doch reichen, oder? Der hat super viel HP. Über 1000. Autsch, hör auf damit. Und
der hat einen, halt den üblen Knockback, den diese Art von Gegner immer hat. Okay. Kann noch einmal heilen. Wir haben ja auf halbe HP unten. Danach müssen wir halt mit Potions weiter heilen. Nice, okay, das hat gereicht. Potion of Mana, Käuf. Das Ding können wir direkt wegschmeißen. Durability von 5, das ist ja völlig Banane. Naja, wir werden es trotzdem identifizieren. Eventuell können wir es ja teuer verkaufen. Hier liegt irgendwas. All of Repair 3. Wow. Oh. Blacksmith Oil. Okay, das sind jetzt wieder normale Gegner. Nicht so gefährlich. Hat auch irgendwas gedroppt, oder? Ja, irgendein Gürtel, glaube ich. Ah, und der ist sogar blau. Okay, gut, dann werden wir den natürlich mitnehmen. Hier ist er. Teilweise schwierig, die Items am Boden zu sehen. Ich wünschte, es gäbe eine Kürzeltaste, die man erhalten kann. Und dann würden die Items ein bisschen aufleuchten. Aber hey, man kann nicht alles haben. Dann gucken wir mal. Haben wir irgendwelche Quests gekriegt von ihm? Garbard the Weak, das ist er. Okay, dann werden wir wahrscheinlich später dann irgendwie nochmal antreffen in einem anderen Dungeon Level. Oder in der Hölle. Und dann wird er uns irgendwie was Gutes geben, vermute ich mal. Werden wir es bis dahin schaffen. Natürlich vorausgesetzt. Hier waren irgendwo nochmal die ganz fiesen Typen. Mana Pots. Kann man auch immer brauchen. Okay, ja, jetzt kommen sie. Machen wir erstmal den hier weg. Sehr nice, das ist der Chef. Ich möchte eigentlich nur gegen einen kämpfen. Nicht gegen den Chef. Ha, Mann! Shit, es sind einfach zu viele. Es sind einfach zu viele. Gamorin the Hell Baron. Weiß nicht, ob mir das gefällt. Ah ne, da kommen die anderen schon. Das werden wir wahrscheinlich nicht hinkriegen. Ja. Doof. Okay, das Ding ist weg. Wenigstens regeneriert er sich nicht so schnell. Lass mich durch. Ah, Mist. Das ist hier sehr schlecht. Wahrscheinlich müssen wir dann nochmal laden und ein bisschen ja, irgendwie was von Feuerresistenz holen. Die Dinger haben auch super viel HP. Man kann die halt auch echt nicht fokussen. Das ist ein bisschen das Doofe. Der ist auf halb unten. Man müsste einen einzelnen rauspicken können, aber das ist ein Ding der Unmöglichkeit hier. Leider. Ich weiß nicht genau, wie ich das machen soll. Ich weiß nicht, ob die sich auch heilen. Sieht irgendwie so ein bisschen danach aus. Okay, einen haben wir. Muss sich an den kleinen Sachen erfreuen. Vielleicht kriegen wir noch einen zweiten down. Bevor der nächste anmarschiert kommt. Ich glaube, mit zwei können wir es einigermaßen aufnehmen. Okay, und weg. Weg, weg, weg. Wir haben keinen Mana mehr. Die Mana-Pots bringen uns fast mehr als die Heil-Pots. Das sind drei Heilungen pro Mana-Pot. Okay, wieder einer weniger.
Sind es noch 2 plus der Chef? Wie sieht es mit dem Gürtel aus? 6 von 13, es geht eigentlich noch. Kiten wir die wieder ein bisschen so rum? Na komm. Ah, das ist doof. Da zu stehen ist doof. Na komm, mach ihn weg, mach ihn weg, mach ihn weg. Yes. Einer weniger. Es ist nur noch einer und der Chef da. Dann rennen wir hier, machen wir hier nochmal einen Rundgang. Vielleicht kriegen wir den, können wir sie ein bisschen separieren und den anderen kurz wegsnipen. Bevor der Chef kommt. Wo ist er hin? Wo ist der andere hin? Wir können auch versuchen, den Chef einfach anzugreifen, aber da kommt nur der andere irgendwann dann von hinten. Das ist dann ist auch etwas... Ah, hier ist er. Hier ist er. Machen wir ihn weg. Komm, gib ihm. Okay, Chef. Lass das. Feuerspucken ist nicht... Okay, so, gib ihm jetzt. Ich denke, jetzt sollte er nicht mehr Feuer spucken, da wir im Nahkampf sind. Hoffe ich zumindest. Er trifft nicht so gut. Wir machen leider nicht viel Schaden. Aber er greift uns gerade nicht richtig an. Heilung. Wir können noch einmal heilen. Danach müssen wir auf die Elixiere zurückgreifen. Machen wir das. Yes! Nice. Das ist, es lief gut. I have no room. Wie? I have no room. Natürlich hast du Room. Muss nur wollen, dann findet man auch einen Weg. Okay, ah. Nice. So, können wir jetzt endlich hier unsere verdienten Sachen mitnehmen? Hier liegt noch ein Mana-Pot. Hey Snake. Na kommt Jungs. Ihr wollt es doch auch. 26 Mana haben wir. Ich will jetzt mal gucken, ob die uns irgendwie Mana burnen. Also wir kriegen nicht kein Mana dazu. Full Healing. Repair. Sie sind nicht wirklich stark. Geben eigentlich eine Menge XP. Dafür, dass sie eigentlich nichts können. Gold Serpent. Machen wir dich weg. Oh, Level Up. Das ging jetzt aber schnell. Ich dachte, wir hätten erst gerade Level Up gehabt. Okay, was machen wir? Definitiv einen Punkt in Dex. Wir sollten mehr auf Decks gehen wahrscheinlich. Weil wir wollen die Waffen natürlich dann verwenden können, wenn wir eine neue gute Waffe finden. Ich denke, das mache ich auf 5 hoch Toughness. Weil es momentan halt hauptsächlich... Wobei, ich sollte auch die Elementarresistenz mal ein bisschen hochbringen. Na komm, Leute, ihr könnt eh nichts. Und tschüss. 900 XP. Die Goldenen halt ein bisschen mehr aus, geben aber auch wesentlich mehr XP. Chris. Das ist Schrott. Okay. Da haben wir wieder einige. Das dürfte nicht so ein Problem sein. Sind ja hauptsächlich nur Schlangen. Oh, Achtung. Heil dich! Okay, wir müssen... Das ist doof. Das ist so doof. Das muss ich anders machen. Darf mich nicht von allen gleichzeitig hauen lassen. Da, da noch einer. Oh yeah. Das war jetzt ein bisschen... Aber jetzt ein bisschen zu greedy.
Tendenziell. Ah, ich weiß nicht, ob ich mehr HP-Regeneration haben möchte. Wie sieht es eigentlich mit dem 6 aus? 3. Haben wir das mal. Okay, das ist wirklich viel gebracht. Jetzt nicht. Aber was soll's. So, gehen wir weiter. Wir haben noch wir haben die Treppe nicht gefunden, wo es in den nächsten Level runtergeht. Ich hasse die Typen, ey. So räudig. Okay, mehr Schlangen. Ist nur eine, glaube ich. Und mehr Barrels. Oh. Teilweise verklicke ich mich da ein bisschen. So, haben wir hier hinten noch irgendwas? Okay, da geht's auf Level 12 runter. Level 12 müsste der letzte Level von diesem Biom sein. Wir können auch hier mal noch nach links weitergehen. Gucken, ob hier noch was ist. In der Tat, da haben wir noch ein paar Mudrunner. Ich warte jetzt, bis sie kommen. Dass mich nicht unnötig in Gefahr bringen. So. Einer weniger. Nochmal einer weniger. Heilen wir uns kurz. Nicht zu greedy werden. Zwischendurch Gold aufsammeln ist eigentlich auch eine eher dumme Idee. 7. Das hat einfach überhaupt nichts gebracht. 11 bis 20. Das ist auf 13 hoch. Nice. Da, dann machen wir dich noch weg. Das Schwert ist das, was ich auf keinen Fall verlieren möchte. Ich möchte die anderen Sachen natürlich auch nicht verlieren, aber hier liegt was irgendwie. Hallo? Lass mich dieses Item aufnehmen, Junge. Holy Water, da mache ich hier nochmal was. Potion of Mana. Sehr schön. Aber hier ist ein Dead End. Aber gut, das heißt, hier könnten wir uns theoretisch zurückziehen, wenn wir das wollen würden. 6 von 13, 6 von 13, ja, das passt noch. Passt noch einigermaßen. Hier haben wir noch ein Barrel. Nicht, dass da großartig viel Gutes drin ist in der Regel, aber man nimmt ja alles mit, weil man greedy ist. Okay. Der hat sich direkt einfach mal von den Dornen super viel Schaden reingeholt. Mehr Gold Serpents, mehr Mudrunner, das ist super. Einfache Gegner geben extrem viel XP. Und ja, das finde ich gut. Machen wenig Schaden. Autsch. Wenig Schaden, nicht kein Schaden. Großer Unterschied. Heilen wir uns kurz. Und weiter geht's. Bam. Hide Boots. Warten wir mal kurz. Armor Class 3. Schlecht. Und noch mal ein Buch. Fire Blast. Kriegen wir das noch irgendwie hier rein? Oh yeah. Dann haben wir da noch einen Gegner. Ich möchte mal gucken, ob hier unten noch was ist. Da waren wir, haben wir auch noch ein Stückchen, das wir nicht erkundet haben. Ich glaube nicht, dass da noch großartig viel ist. Das ist ein einzelner Mudrunner noch. Dann geht es hier noch nach oben. Gold Serpents haben nicht mal so wenig Relict of Healing. Okay, jetzt sind wir komplett voll. Inventar. Was zur Hölle ist das für ein Vieh da? Hallo? Was ist das für ein fieser Typ? So, machen wir. Einen nach dem anderen. Du hast am wenigsten HP. Dann machen wir dich noch.
Aufpassen. Wollen uns ans Leder. Wir müssen gleich sowieso ins Dorf hoch. Ah. Hör auf. Hört auf. Ein Minion noch. Dann gehen wir auf den anderen Typi. Handschuhe sehen noch gut aus. Gürtel ist nicht mehr so gut. Hauen wir den mal wieder hoch. So, wo bist du, Kleiner? Hier ist er. Ach, du bist der Boss-Typi. Okay. Wo ist er hin? Ach, da hier. Hä? Blade Skin. Das ist kein angenehmer Zeitgenosse. Ah, das ist wieder einer von denen, die wir nicht auf 200 bringen können. Mist. Ah, doch 125 hat er. Wo ist er? Ach, Mist. Bleib doch hier stehen. Er heilt sich jedes Mal wieder, wenn er sich wegteleportiert. Das ist ein bisschen das Problem. Jetzt dürfte er eigentlich hier nicht mehr wegkommen, oder? In der Tat. Okay, dann machen wir ein Town Portal. Gehen hier wieder auf Heilung und bringen unser Zeug in Sicherheit. So, erstmal müssen die Bücher weg. Und ein paar von den Heiltränken können wir eigentlich auch wegschmeißen. Das hier behalte ich mal. Mana-Tränke haben wir auch weg. Auto of Repair 3 ebenfalls. Die Zweier. Behalten wir eins. Dann nehmen wir noch das Ding mit. So. Und holen uns den Rest von unten. Hier liegt noch Zeug rum. Ein Amulett. Potion of Healing. Noch ein Amulett. Und 600 Gold. Und wieder hoch. Okay, dann werden wir mal unser ganzes Zeug identifizieren. Wir haben 20.000 Gold. Hello, my friend. Nicht schlecht. 500. Was haben wir alles? Wir haben zwei Amulette gekriegt. Und wir haben hier ein Belt. 17 Armor gegen Dämonen. 90% Chance. Fan of Finding Magic Items. Und was haben wir hier? 50% Mana-Reg, 10 Stärke. Gibt uns halt wesentlich weniger Defense hier. Ach, weil wir das Ding nicht mehr tragen können. Okay, das heißt, den brauchen wir momentan, bis wir mehr Stärke haben. 19 Armor gegen Beast, das kann weg. Greetings. Eigentlich so machen. Du kannst weg. Armor Piercing, das ist der Piercing-Dolch. Genau, das Ding hier wollte ich auch mal ausprobieren. Lightning Resist, das Ding hier kann weg. Hitpoints 15%. Das ist zu wenig. Lohnt sich nicht. Mana Pot kann man wegschmeißen. Accuracy 25%, 4 Life Regen. Das heißt, das ist einfach straight up besser. Also das hier können wir jetzt, werden wir verkaufen, das hier werden wir auch verkaufen. Wir ziehen das hier an. Ich denke gerade die 25% Accuracy bringen wahrscheinlich ein bisschen was. Den Rest behalten wir so erstmal. Ich würde sagen, das passt. Hast du noch irgendwie was? Wir sollten auch nochmal reparieren kurz. Nicht vergessen, was haben wir hier? Armor Class 13, das ist Schrott. Class 8, das ist auch Schrott. Crossbow 12 bis 29. Wir brauchen mehr Stärke. Als nächstes werde ich ein bisschen Stärke leveln. Boots of Insight, 50 bis 100 XP. 3, 20% XP.
und mehr Gold. Und hat aber nur Armor Class 1. Was ist mit dem Ding hier? Life Regen 70%, 8 zu Dexterity. Die Dinge wären auch nicht schlecht. Ich weiß nicht so genau. Ich denke, ich werde es nicht kaufen für den Moment. Das passt schon so. Und dann haben wir nochmal einen Holy Bolt. Hä? Ich weiß nicht, wir kaufen die hier natürlich auf. Den Rest würde ich einfach mal sagen, lasse ich so. Das passt schon. Okay. Ich denke, wir sind am Ende von dieser Etage, also von diesem Level. Beim nächsten Mal geht es dann in das nächste Level runter. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Wenn euch das Projekt gefällt, gebt mir noch einen Daumen nach oben oder hinterlasst einen Kommentar. Und vielleicht wollt ihr auch subscriben. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Auf Wiederhören, macht's gut, euer Northgate.